100% Kill Participation, bitte. Jetzt geht's aber ab, ja. Und immer noch komplett useless. Who's that Pokémon? It's no way for you! Wie gut bist du mit Kata von der Skala von 1 bis 10? Eine 2 vielleicht? Ich würde mir eine 2 geben. Lichbane into Shadowflame into Rabadons. Könntest du nicht für Spendenstreams Donations anmachen? Das ist genau dasselbe. Also sobald das Geld über mich geht, muss ich es versteuern. Und ich habe halt die höchste Einkommensklasse und Gewerbesteuer obendrauf. Das macht halt null Sinn, weißt du? Wenn du spenden möchtest, dann kannst du das für dich selber machen. Ne? Und dann kannst du dir eine Spendenquittung geben lassen. Und es kommt mehr Geld an am Ende des Tages. Es macht einfach sehr wenig Sinn, das über mich zu machen. Oh mein Gott, nein. Ich hasse mein Leben so sehr, Bro. Das Poison hat mich getroffen. Are you shitting me? Ja, easy kill trade. Darkseid Stack akquiriert. Let's go, baby. Das, was wir wollten da. Excellent. Wie ist denn das? Wir haben doch hier... Scheibe, du bist doch ein Katharina-ODP. Wie ist das Matchup für mich? Ist das gut oder ist das schlecht? Cassiopeia. Ich glaube, das ist Miasma so ein bisschen tilter, ne? Aber sonst? Den Cassio-Trick kennst du? Du meinst mit der Ulti? Ja, den kenne ich. Also praktisch, wenn du in die andere Richtung schaust und ultest, dann kannst du nicht gestunt werden. Kata gute Matchups? Ich glaube nicht wirklich. Weil die Idee von Kata ist natürlich auch, dass du nicht deine Lane gewinnst, sondern dass du halt über deine brillanten Roams das Game entscheidest, ja? Lauf mal hier vorbei und dann gucke ich mal, ob deine Botlane vielleicht inten möchte. Ich glaube ja wirklich über sämtliche Vision drüber, die es gibt. Gegner wissen bestimmt von nichts. Okay, sie wissen von was. Ich muss weg. Ja. Ja. Und jetzt den auch. Moment. Also, ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber das war schon sehr gut jetzt. Okay. Oh, meine Chocomains, ne? Ich kenne doch meine Chocomains. Na klar, kenne ich die. Ich bin doch selber Chaco-ODP. 100% Kill Participation, bitte. Jetzt geht's aber ab, ja. Und immer noch komplett useless. Oh. Also, Kata erklären. Kata ist eine Reset-Assassine. Was Kata erreichen möchte, ist, dass du genug initialen Burst entwickelst, um Kills zu bekommen, die deine Cooldowns refunden und dir ermöglichen, Teamfights zu übernehmen. Sie hat eine relativ schwache Laning-Phase, aber was sie hat, ist relativ solide Roams. Das ist zwar kein CC, aber du hast relativ viel initialen Damage. Hat mich, ob ich stark genug wäre, die zu killen gerade, ehrlicherweise. Macht schon viel Schaden, die hat wenig Leben. Nächste Combo können wir sie vielleicht, oder? Was meint der? Ich glaube, ich hätte schädlich sie da killen können, sehr, sehr. Ich habe gepanickt ein bisschen. Oh, Fletch! Okay. Ich küsse das Haar, der Miasma ist ein sehr, sehr bitterer Counter für Katharina. Einen Shutdown bekommen, I guess. Hello Flame, nächster Halt. TV kommt mit raus. Ult war ready. Ja, das Problem ist, wenn du da ultest, bist du einfach tot. Der Shaco-Klon bekommt mehr Damage als Shaco selbst. Das heißt, du killst immer den Klon und der Klon-Pop killt dich instant, Tiger Barco. Das heißt, wenn du da ultest, bist du tot. Wir sollten oben einfach killen. Ja, wenn der jetzt gleich zu Lane zurückkommt, hätte der vorne in der Wurst, ne? Oh. Auch nicht. Dann wäre es wichtig, dass irgendwer in die Mitte kommt. Dann können wir vielleicht die Cassio töten. Wow, macht das Schaden. Ja. Das ist krasser Damage, ey, nur gleich. Wow. Ja, sehr spielbar, das Game, gefühlt. Wir sind auch okay dabei. Was für eine Windchange ist morgen geplant? Keine zu harte, aber eine mit sehr, sehr coolen Leuten. Schade, ich hätte meinen W noch poppen müssen, bevor
bevor die Stun-Karte kommt. Wir werden auf jeden Fall Mercs gehen müssen, oder? In dem Game. Aber actually fast clean. Das ist, also das wäre fast clean. Das ist halt, wenn du eine gute Cut bist, wenn ich das W noch gedroppt kriege, kann ich vielleicht noch einen weiter hüpfen halt. Dann kann ich da vielleicht noch einen weiter hüpfen. Weil sonst immer nicht so coole Leute dabei sind. Ja, sonst sind auch coole Leute dabei. Aber wir haben Tolkien haben wir lang nicht mehr gesehen, zum Beispiel. Weil er jetzt halt mit LEC und LCK und LPL so eingespannt ist immer. Ich freue mich richtig auf die Challenge morgen. Das wird nice. Und ich habe Dalu habe ich immer so gern bei diesen ganzen Win-Challenges und Co. dabei. Das ist eine absolute Einheit, der Mann. Das ist eine der größten Bereicherungen. Sagt ihm das nicht, ne? Sonst schwillt ihm wieder die Brust. Aber das ist eine der größten Bereicherungen für die Win-Challenge überhaupt. Dalu. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zu dem gekommen sind. Aber das ist fucking nice, den dabei zu haben. Weil der ist extrem gut in den Games, die er spielt. Der ist sehr ehrgeizig. Der hat eine sehr angenehme Art zu Trash-Talken, ja, zu Benton. Finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ich finde Reapers zum Beispiel ist auch, die sind halt, also Dalu, Reapers, die sind halt irgendwie in allen Games, die sie spielen, sind die irgendwie völlig krass, habe ich das Gefühl. Die haben keine so Schwachstellen. Bei mir zum Beispiel, ich kann halt nur MOBAs spielen. Und in allen anderen Spielen, ich bin okay, aber die sind halt in allen Spielen, die sie spielen, gut bisher. Ich hätte auch wieder Lust auf eine Runde DBD, aber ich glaube, Dalu ist ein bisschen ausgeheizt von DBD. Mir macht das richtig Spaß, DBD. Ich finde das schade, dass das so klein ist irgendwie. Oh, wenn ich früher ult ist, wäre vielleicht sogar tot. Der Game sah mal sehr gut aus. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, sieht das nicht mehr so gut aus, ehrlicherweise. Mal schauen, vielleicht können wir den krassen Reset bei Atlanta spielen. Oh, a huge kill, wow. Wow, well played, well played, well played, well played. Die Cassio ist sehr fett, leider. Wer hat die denn wieder gefeedet? Mann, ey, 6 Kills, wo hat sie die her? Gibt's ja nicht, Hat sich das mit Bram auf den Stream Awards, hat sich nicht auf den Stream Awards, ergeben, sondern das waren, meine Zuschauer waren das. Die haben zwischen den Streams vermittelt und dann, ja, jetzt bin ich plötzlich... Oh, fuck. Das ist ein bitterer von mir. Katharina ist ein sehr cooler Champ, ja, das ist auch so ein Champ, wenn ich die zu können, wäre cool. Aber die ist so schwer, die hat so eine hohe Eingangsschwelle, weil ihr halt, einfach die lernen müsst und die ganzen Matchups lernen müsst. Erzähl weiter, wie die Vermittlung lief. Ja. Also ich habe gesagt, ich suche Leute für die Win-Challenge. Dann hat mein Chat geschrieben, oh, Brammen streamt gerade. Und dann die nächste Info, die ich hatte, hey, wir haben Brammen gefragt. Und jetzt spielt der, macht mit. Und dann, das, the rest is history. Wow. Das ist, was ich meine. Ne? Ich glaube, Cassio ist schon sehr bitter für mich, weil die so tanky ist. Selbst wenn sie ihre Ult verfehlt, sobald sie das Miasma legt, kann ich mich halt gar nicht mehr bewegen. Und mein Team sieht sehr stark aus hier. Ist das das Ende von Katharina? Diese Miasma ist echt, also das macht so Spaß, diese Fights zu spielen, ne? Let's fucking go, Leute. Das macht echt richtig Laune, du. Like, wir sind, also du kannst so viel machen auf der. Cool. Sehr cooler Champ. Mit dem Drag aufpassen. Ich glaube auch Basti, also zum Beispiel Basti, da habe ich mal mit Kevin war das kurz drüber geredet. Und zum Beispiel Basti hielt keine Shooter on stream. Also der spielt die privat, wenn ich es richtig verstanden habe, spielt er sie. Aber der würde keine Shooter on-stream spielen, weil er reichweitenbewusst sein möchte bei seiner sehr jungen Minecraft-Audience. Was ehrlicherweise sehr respectable ist. Ja, der weiß, dass seine Community sehr jung ist, weil er ein primärer Minecraft-Streamer ist. Und das Problem ist halt, da eine Win-Challenge draus zu machen, würde schon trotzdem gehen. Aber ich weiß nicht, ob er dazu Lust hat. Brücki wäre mal eine gute Idee. Brücki ist, also allgemein die NNO-Jungs, wenn die mal Lust haben, ich traue mich schon gar nicht mehr zu fragen mit meinen Win-Challenges bei Brölki, bei Kani, aber die sind immer eine Bereicherung. Zum Beispiel für morgen bräuchten wir für den League-Teil bräuchten wir noch jemanden. Wenn da einer von denen Lust hat, sofort drin. Easy.
We take the trade. Ja, das wird klasse hier, das Game. Wir müssen noch einen guten Fight finden. Wenn ich mich eins für eins traden kann, mein Team ist stark genug. Jetzt muss ich nur eins für eins traden. Am besten einfach die Senna one-tappen. Und ich glaube, ich habe den Damage hier. Ich liebe das einfach im Busch zu stehen und Ult zu spammen. Das heißt, wenn der Shaco hier in den Busch guht, dann geht instant meine Ult an. Weil die auch Invis-Ziele trifft. Pro-Gamer-Moment. Habt ihr das gesehen? Ich habe das so gespielt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Und das sah gar nicht mal schlecht aus. Ich habe einfach nur Tasten geboxt. Oh, das ist schon nice. Jetzt nachher noch wieder ein Isaac-Run. Ja, wir haben gerade einen, aber der ist richtig shit, der Isaac. Ich kann das, wir haben Katharina im Ersten, Leute. Ja, ist denn schon Ostern? Und Weihnachten? Und Hanukkah? Und was sonst noch alles gibt? Krasses Game von der Nidalee. Ich bin ein Shutdown-Wert am Ende. Der Carry auf Katharina. Let's fucking go. Wir haben sie actually geschafft. Wir haben Katharina am Ersten. Den Nidalee war am besten. Ja. Er hat actually auch guten Damage gemacht, die Runde. Not too bad. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever one I'm